Hallo Teilnehmende der Mauticon Global im deutschsprachigen Track. Willkommen zur zweiten Session und vielen Dank, Norbert, für deine Nummer, die du gerade gezählt hast. Das war deine Musik. Ich fand, was Schöneres gibt es ja gar nicht. Mit mir hier on stage, super. Norbert Schuster, Geschäftsführer der Strike 2 GmbH. Und er wird uns einen Vortrag geben und den finde ich auch super spannend, wie du den Vertrieb in die Marketing Automation mit einbeziehst. Und Norbert, es ist jetzt deine Bühne. Ich wünsche dir viel Spaß. Vielen Dank, Stefan. So, dann teile ich mal hier meinen Bildschirm. Gib mir mal einen Wink bitte, ob das der richtige ist. So, das ist der falsche. Dann gucke ich mal, wie ich den jetzt so hinkriege, dass ihr auch das richtige Bild seht. So, ich vermute, jetzt ist es besser. Gut, dann starten wir mal. Thema, wie man Marketing und Vertrieb gemeinsam an die Marketing Automation heranbekommt. Großes Problem bei diesem Themenbereich ist eigentlich schon alleine der Begriff. Also wenn ich in Workshops einlaufe bei meinen Kunden und der Vertrieb hört, er ist heute hier, um Marketing Automation zu besprechen, da sträuben sich schon die Nackenhaare, weil Marketing ist noch nicht mein Thema. Ich bin noch Vertrieb und Automation überhaupt wollt ihr mich wegautomatisieren. Deshalb starte ich eigentlich gerne immer damit, dass ich sage, nein, was wir hier machen, ist keine Marketing Automation im eigentlichen Sinne, sondern das ist Pre-Sales Automation. Also wir enablen dich. Wir entwickeln Leads, wir reaktivieren Bestandskunden und das alles landet bei dir im Vertrieb und du hast deine Vorteile davon. Das heißt, so die alte Welt, wo das Marketing sich eben um so schöne Sachen wie Positionierung und Awareness und Marke gekümmert hat, all das brauchen wir gar kein Thema. Das ist aber für den Vertrieb eine andere Welt. Der Vertrieb tickt in Leads, der tickt in Bestandskunden. Und so sind die beiden in der Vergangenheit, leider heute immer teilweise noch, eben in Silos unterwegs und arbeiten nicht zusammen. Was teilweise klappt, dass man genug Leads hat von selbst, aufgrund der Jahre, die man unterwegs war, aufgrund der Positionierung. Alles gut, alles prima. Wenn die Unternehmen das haben, sollen sich darüber freuen. Aber die meisten Unternehmen haben das eben nicht. Das heißt, wir könnten immer irgendwo mehr Leads gebrauchen. Wir wollen immer mehr aus den Bestandskunden machen. Also dieser Bedarf ist immer da. Und wenn Unternehmen darüber nachdenken, kommen dann so oft so die alten Hebel. Da machen wir halt so ein bisschen Kaltakquise und schalten mal wieder ein paar Anzeigen und machen Messen. Ja, hat gut funktioniert in der Vergangenheit. Alleine das Thema Messen ist heute ja schon ganz anders besetzt. Also das ist nicht die Lösung für das Thema. Was wir tun müssen, und das zeigt diese Studie eigentlich ganz schön, dass wir uns den kompletten Kaufprozess anschauen müssen. Das heißt, wir können laut der Studie davon ausgehen, dass 60% des Kaufprozesses absolviert sind, bevor ein potenzieller Kunde den Anbieter kontaktiert. So, und das können wir eben nicht einfach so hinnehmen und warten und die nehmen, die nach 60% ihrer Kaufreise bei uns landen, sondern wir müssen in Gedanken weiter vorne anfangen. Und das geht eben nur mit Vertrieb und Marketing gemeinsam. Das heißt, statt diese 60% abzuwarten, versuchen wir hier bei den 10% schon aufzuschlagen. Und das geht nur, wenn wir Empathie aufbauen. Und diese Empathie können wir nur mit Marketing und Vertrieb gemeinsam aufbauen. Weil nur der Vertrieb das Wissen hat um die Kunden, um die Märkte, um die Fragen, um die Themen. Von daher ist es nur gemeinsam zu lösen. Ich empfehle immer, startet mit euren Zielen. Fragt den Vertrieb, was braucht ihr? Braucht ihr im Moment mehr Leads? Überhaupt Rohleads oder braucht ihr MQLs? Das heißt, ihr habt eigentlich schon genug Leads und die müssten weiterentwickelt werden. Geht es darum, das gleiche Produkt, die gleiche Anlage wieder zu verkaufen? Geht es um Cross-Selling und Upselling? Also was ist euer Thema? Wo soll die Marketing-Automation, Pre-Sales-Automation, wo soll die ansetzen? Wo braucht ihr einfach Hilfe dabei? Und dann bilden wir, ich nenne die gerne eine Goal Force, weil eine Taskforce hört sich so nach Arbeit an und nach Aufgaben an. Im Prinzip geht es darum, die richtigen Menschen im Vertrieb und Marketing zusammenzubringen und die eben auf dieses Ziel, das wir hier vorne definiert haben, einzuschwören, zu schauen, was brauchen wir von wem, wer hat welches Wissen, wer kann etwas beisteuern dazu. So, und dann legen wir im Prinzip los mit diesem anonymen Kontakt, wenn es um die Lead-Generierung geht.
oder anonymen Bedarf, wenn es um das Thema Cross-Selling und Upselling geht. Das heißt, diesen Menschen müssen wir profilieren, da brauchen wir Buyer-Persona-Profile, komme ich nachher gleich dazu nochmal. So, von diesen Buyer-Persona-Profilen können wir dann idealerweise den ersten Content ableiten. Das heißt, was müssen wir tun, um eine E-Mail zu bekommen, um ein Opt-in zu bekommen? Und das ist für mich ganz wichtig in der Marketing-Automation. Jeder Content-Baustein hat eine Aufgabe und hat ein Ziel. Das heißt, der erste Content-Baustein soll nicht verkaufen. Der soll einfach nur dafür sorgen, dass wir die Aufmerksamkeit bekommen, dass wir eine E-Mail bekommen, dass wir ein Opt-in bekommen. So, und wenn wir das haben, können wir uns überlegen, was machen wir auf den Outbound-Kanälen, um Druck auf den Prozess zu bekommen? Was machen wir auf den Inbound-Kanälen? Ich nenne es auch die Wasserloch-Strategie. Das heißt, wie sorge ich dafür, dass ich von potenziellen Kunden gefunden werde, eben mit meinem Content-Baustein 1? Wie bekommen wir ein Opt-in? Wie bekommen wir eine E-Mail-Adresse? So, wenn wir die haben, könnten wir den Lead theoretisch direkt an den Vertrieb übergeben. Problem dabei ist, wir laufen in den grünen Bananeneffekt rein. Grüner Bananeneffekt bedeutet, wenn ihr eine grüne Banane aufmacht und reinbeißt, dann wird die euch nicht schmecken. Ist die Banane kaputt? Nee, ihr habt einfach nur zu früh reingebissen. Und so verhält es sich auch mit Leads, die wir zu früh an den Vertrieb übergeben. Das heißt, das, was in Mautic passiert, was in unserem Nurturing-Prozess passiert, ist im Prinzip ein Prozess, der aus grünen Bananen gelbe Bananen macht. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was sind die passenden Folge-Content-Bausteine nach dem Content-Baustein 1 und 2 und eben 3, 4, 5, je nachdem, wie lange unser Vertriebsprozess läuft, um diesen Reifungsprozess hinzukriegen. Und das geht eben auch wieder nur, wenn Vertrieb und Marketing das zusammen machen. So, natürlich gibt es immer noch den direkten Kontakt in den Vertrieb. Das ist die rote Linie, die ihr oben seht, die direkt auf den Erstkontakt zuläuft. Und ich empfehle auch immer in den Nurture-Prozessen auch direkt einen Sales Fastlane einzubauen. Das sind diese drei roten Pfeile, die nach unten führen. Das heißt, in jeder Stufe des Nurturing-Prozesses sollte ein Lead direkt die Abkürzungen zum Vertrieb nehmen können. Auch das muss man natürlich wieder mit Vertrieb abstimmen, weil es gibt Konstellationen, da fällt zum Beispiel der erste rote Pfeil hier vorne weg, weil man sagt, die sind definitiv noch zu unreif, da wollen wir noch gar keine Möglichkeit geben, direkt den Vertrieb zu kontaktieren. Aber wie gesagt, das kann eben nur der Vertrieb definieren. Dafür muss der Vertrieb diesen Prozess auch verstehen. Also nicht nur den Marketing-Automation, den Nurture-Prozess, sondern eben halt auch den kompletten Prozess im Blick haben. So, und dann dürfen wir uns auch überlegen, was passiert denn, wenn ein Lead noch nicht reif ist? Also lieber Vertrieb, wann willst du einen Lead zurückgeben in den Nurture-Prozess? Ja, klar, du könntest dir den auch auf Wiedervorlage legen in deinem CRM, aber sind wir mal ehrlich, was passiert dann? In der Regel schieben wir eine Riesenwelle vor uns her an Wiedervorlagen. Deshalb macht es viel mehr Sinn, mit Marketing und Vertrieb zu definieren, was passiert, wenn ein Lead noch nicht weitergeht. Wie bauen wir einen Warm-up-Nurture zum Beispiel, um den weiter in Kontakt zu halten, um ihn nicht zu verlieren, um ihn dann idealerweise eben wieder nach dem Warm-up-Nurture in den Vertrieb zu geben, idealerweise wahrscheinlich in der Bedarfsanalyse. Ein besonderer blauer Pfeil ist der letzte blaue Pfeil hier, weil das ist der Pfeil für Cross-Selling und Upselling. Auch hier zu überlegen, Vertrieb, Marketing, wir haben eine Maschine verkauft, wir haben eine Anlage verkauft. Was könnte danach verkauft werden? Könnte der Interessent die gleiche Anlage nochmal kaufen oder die Maschine? Könnte der eine größere Anlage gebrauchen? Könnte der im Cross-Selling ein Transportmodul, ein Verpackungsmodul oder irgendetwas brauchen? Und das haben wir eben in vielen Bereichen, wo wir mit Cross- und Upselling dann agieren können. Aber auch da, es passiert selten aus eigener Initiative vom Vertrieb. Das ist eher so Zufall. Und da ist es eben wichtig, mit dem Vertrieb zusammen zu definieren, wie bauen wir diese Prozesse auf? Wann willst du, dass ein Nurture-Prozess eben für Cross-Selling anläuft? Ab wann willst du den wieder zurückhaben? Bauen wir dort eine Sales Fastlane ein? Und wie gesagt, all das muss man eben gemeinsam besprechen. Ich nutze hier dieses Canvas-Modell, wenn wir das bei Kunden einführen, wo es eben darum geht im Kickoff-Bereich, dass jeder versteht, was das bedeutet. Also Vertrieb und Marketing
müssen die Möglichkeiten von so einer Plattform wie Mautic überhaupt erstmal verstehen, dass es eben nicht darum geht, 5 dumme E-Mails in Folge zu schicken, sondern dass der Nurture-Prozess eben auf einer Customer Journey basiert und die kennt eben nur der Vertrieb richtig. Und ja, wenn er sie noch nicht kennt, dann darf man eben diese Reise gemeinsam mit Marketing und Vertrieb analysieren. So, dann geht es darum zu schauen, lieber Vertrieb, wie viele Adressen hast du denn, in welchem Segment, wo könnte ein Wiederkauf-Nurture sinnvoll sein, wo könnte ein Warm-up-Nurture sinnvoll sein, vielleicht sogar für verlorene Kunden, je nachdem, was wir verkaufen. Wie viele Adressen haben wir da? Wie viele Segmente haben wir da? Lohnt sich ein Nurture-Prozess für eine bestimmte Aufgabenstellung überhaupt? Was wollen wir erreichen? Was sind unsere Herausforderungen dabei? Und auch so dieses Thema, was ist denn überhaupt unser Angebot? Was ist denn der Endpunkt eines Nurture-Prozesses? Läuft der in einen persönlichen Vertrieb, der da eine Maschine oder eine Anlage verkauft? Läuft es in B2C direkt in einen Webshop, wo eben direkt dort gekauft werden kann? Wenn wir über einen Planer zum Beispiel reden, dann ist das Endergebnis, der Planer kauft nicht, sondern der Planer kann uns nur in seinen Plan aufnehmen, kann uns in die Ausschreibung aufnehmen und dann ist das eben das Ziel unserer Nurture-Prozesse. So, dann das Thema Buyer-Persona, aus meiner Perspektive meist unterschätzt, weil die Profile oft nicht richtig gemacht werden. Das heißt, wir haben so Bullshit-Bingo, One-Pager-Profile. Klaus ist 32, hat einen Dackel und 2 Kinder und fährt gern Passat. Damit kann ich nichts anfangen. Das heißt, wir müssen tiefer einsteigen. Wir müssen mit Vertrieb und Marketing zusammen definieren, wer sind überhaupt die Personi, die für uns in Frage kommen. Womit fangen wir an? Im B2B wird es oft ein Mensch aus der Fachabteilung sein und eben nicht der Geschäftsführer oder der Einkauf. Im B2B werden wir vielleicht auch ein Buying Center haben, das wir im Nurture-Prozess mit bedenken dürfen. Auch das kann nur der Vertrieb uns sagen, wer ist im Buying Center dabei, was ist für diesen Menschen im Buying Center wichtig, welche Argumente müssen wir bauen, brauchen wir vielleicht Dokumente wie 5 gute Gründe, die deinen Einkauf überzeugen oder dein Qualitätsmanagement überzeugen. Und dann gehen wir in die Feinheiten und müssen vom Vertrieb wissen, welche Profildaten sollen wir denn für dich abfragen? Was ist dir wichtig? Im B2B wird es oftmals die Branche, die Position, die Firmengröße sein. Aber es gibt eben halt auch noch ganz andere Aspekte. Vielleicht haben wir zum Beispiel einen Konstruktionsleiter Senior und Junior. Der eine kommt aus der Praxis, macht das schon 30 Jahre lang. Der andere ist studiert, hat ein viel größeres theoretisches Wissen. Aber die Praxis fehlt eben. Und alles müssen wir mit dem Vertrieb zusammen erörtern. Was sind die Profildaten, die wir für euch abfragen sollen? Weil nur wenn wir das wissen, können wir sie abfragen. Wir können dir dann die hochwertigen Leads mit diesen Informationen auch übergeben. Und nur dann kannst du zum Beispiel sagen, alles unter 300 Mitarbeitenden oder Anlagen oder Büroarbeitsplätzen will ich gar nicht haben. Läuft zum Beispiel zu einem Partner. Und alles, was größer als 1.000 ist, das will ich als Key Account Manager, Managerin zum Beispiel haben. Und dann können wir die Daten eben erfassen, können messen und können mit den Daten halt dann auch ein bisschen mehr anfangen. So, dann brauchen wir harte Fakten, sowas wie Schmerzpunkte. Also ich bleibe einfach mal bei dem Konstruktionsleiter. Welchen Schmerz hat er, wenn er unsere Lösung nicht hat? Und da dürfen wir eben wieder in die Tiefe gehen und den Vertrieb fragen und den Vertrieb ausquetschen. Das heißt, wir sammeln die Schmerzpunkte, wenn dieser Persona-Typus unsere Lösung nicht hat. Wir sammeln aber auch die Folgeschmerzen und die Folgeschmerzen und die Folgeschmerzen. Das fällt dem Vertrieb oftmals auch nicht von alleine ein. Da muss man bohren, aber das Wissen liegt eben im Vertrieb. Und das Schöne in dem Prozess, wo Marketing und Vertrieb in dieser Goalforce das zusammen erarbeiten, fällt irgendwann diese Silo-Grenze. Dann merkt man nicht mehr, wer ist Vertrieb und wer ist Marketing, sondern dann ist das ein Team geworden, das eben für diese Buyer-Persona da ist und da die passenden Content-Bausteine, Ansprachen, Prozesse und so weiter definiert. So, dann suchen wir Zielzustände. Ihr seht, da gibt es noch ein bisschen mehr Treiber, Rolle im Entscheidungsprozess. Wie setze ich das Buying Center zusammen? Entscheidungskriterien. Also alles Daten, die wir brauchen, um einen funktionierenden Nurture-Prozess aufzubauen. Und wir sammeln, ich nenne das immer das Strickmuster, wir sammeln auch die Verhaltenspräferenzen. Also ich arbeite hier gerne mit dem Insights-Modell.
wo wir eben die Unterteilung der Persona in diese vier Verhaltenstypen haben. Also der rote Typ ist das Thema Status, Rachekampf, Anerkennung, Macht. Der gelbe Typ ist Innovation, Komfort. Der grüne Typ ist Sicherheit, Garantie. Und der blaue Typ, oftmals Ingenieure, ist eben das Thema Zahlen, Daten, Fakten. So, und wenn wir das bei der Persona analysiert haben, wieder unbedingt nur zusammen mit dem Vertrieb, weil nur der Vertrieb hat dieses Wissen, dann kann ich eben meine Ansprache darauf aufbauen. Hier das Beispiel von einem Familienvan, wo wir eben zum Beispiel auf allen Kanälen die roten Aspekte unseres Produktes hervorheben. Als Beispiel hier der Maßstab in Sachen luxuriöses Reisen. Call to Action. Danach kommt die gelben Aspekte. Das heißt, egal ob Webseite, Newsletter, LinkedIn, wo auch immer wir posten, gelbe Aspekte, Call to Action. Beim grünen Typ ist es das Thema Sicherheit. Schützen Sie Ihre Familie, der sicherste seiner Klasse. Und die ahnte schon dann das Thema Blau. Und jetzt können wir in der Ansprache für unsere Marketing, für unsere Nurturing-Prozesse, wenn wir das hier aufgliedern, dann sehen wir genau, welcher Lead hat auf welche Ansprache reagiert. Das heißt, theoretisch könnten wir im Nurture-Prozess dann einen roten Typ in der nächsten Nurturing-E-Mail zum Beispiel eben auch rot anteasern. Das Dokument hier ist immer das Gleiche, ist einfach nur eine andere Seite aufgeschlagen. Das heißt, wir haben gar keinen großen Aufwand, diese Farben zu unterscheiden. Das passiert quasi nur in der Ansprache. Und wenn wir das mit dem Vertrieb zusammen gemacht haben, dann können wir dem Vertrieb eben auch sagen, Achtung, hier kommt ein Lead, das ist jetzt auch ein Konstruktionsleiter, aber das ist jemand, der eher auf das Thema Grün reagiert hat. Das heißt, eher auf das Thema Sicherheit, Garantie oder sowas. Dann kann der Vertrieb dann natürlich seine Ansprache darauf einstellen, seine Argumentation, seine Präsentation, seine Angebote und so weiter. Und schon haben wir wieder ein viel engeres Zusammenspiel von Marketing und Vertrieb, weil der Content nicht einfach irgendwie erzeugt wird, sondern eine direkte Auswirkung hat, wie der Vertrieb damit weiterarbeiten kann. Das kann man hier zum Beispiel auch in der Nutzenanalyse einsetzen, dass man für bestimmte Nutzenargumente, für bestimmte USPs, dass man das eben auf diese Farben nochmal runterbrechen kann. So, und ich empfehle das eben immer in einem Profil zu dokumentieren, dass man eben das auch im Unternehmen verteilen kann, dass der Innendienst weiß, wie tickt denn so ein Produktionsleiter, dass das Key Account Management das weiß, die Partner das wissen. Und dann kann ich eben auf diese Aspekte eingehen. So, nächster Schritt ist dann im Prinzip genau mit dieser Persona die Customer Journey zu analysieren. Das heißt zu gucken, wie sieht der Weg aus. Auch da muss man mit Marketing und Vertrieb wieder gemeinsam die Stufen definieren. Also ich arbeite nicht mit dem Awareness Consideration Modell, sondern ich habe hier ein eigenes Modell, wo wir eben über das Thema, die Persona will sich informieren. Sie merkt, dass ihr Wissen fehlt. Das heißt, die muss sich jetzt befähigen. Das heißt, hier können wir oft mit Whitepapern eben arbeiten, mit How-Tos arbeiten. Dann hat sie verstanden, worum es geht bei der Lösung, fängt an zu evaluieren. Das ist so der Punkt, wo wir mit Application Notes arbeiten können oder mit Konfiguratoren zum Beispiel arbeiten können. Dann fängt die Persona an zu bewerten. Hier ist ein Anwenderbericht in der Regel gut geeignet. Wenn es dann in Richtung Abschluss geht, dann kann man eben sowas wie 5 gute Gründe, die deinen Einkauf überzeugen oder so eine Roadmap, wenn du unsere Anlage kaufst oder dich für unsere Technologie entscheidest, was passiert dann jetzt, was musst du tun, was tun wir? Und dann wird die Lösung, das Produkt angewendet, benutzt und dann kommen wir eben hier in so ein Flywheel rein, weil man dann eben, okay, hab gekauft, Cross-Selling, Upselling und jetzt könnte sich der Kreis eben mehrfach drehen, je nachdem, wie groß der Bedarf ist. So, und dafür analysieren wir die Customer Journey. Das ist nicht so schön, wie man das so oft sieht von Agenturen, schön gestaltet und schöne Bilder und schöne Emotionen, sondern relativ auf Fakten basierend. Das heißt, was könnte den Produktionsleiter in so einen Prozess reinbringen und welche Ziele, Fragen oder Schmerzpunkte hat er oder sie, wenn er oder sie sich informieren will, befähigen will, evaluieren will. Was könnte der passende Content sein, der hilft, die Frage zu beantworten, die Schmerzpunkte zu lindern? Und welche Grundstimmung sollte dort mitschwingen? Das heißt, wenn die Persona das liest,
So, welcher Eindruck soll dort entstehen? Sowas wie, hier fühle ich mich gut aufgehoben, hier versteht man meine Probleme, meine Herausforderungen. Oder hier wurde ich befähigt, hier habe ich viel gelernt, um jetzt entscheidungsfähig zu sein. Und aus diesem Raster kann ich dann eben, es ist quasi die Vorarbeit für Mautic, für meine Marketing Automation, um dort eben aus dieser grünen Banane eine gelbe Banane zu machen. Also hier hinten in den Bereich, in den braunen Bereich wollen wir nicht, weil dann liegt der Lead zu lange. Aber wir wollen eben von einem grünen Stadium in das gelbe Stadium kommen. Ich mache das gern mit Karten, auch wenn wir im Bereich der Digitalisierung unterwegs sind. Aber gerade wenn man das in Präsenzworkshops macht, dann kann man mit den Karten eben diese Prozesse bauen, kann man auch mit dem Campaign Designer machen. Aber gerade bei Anfängern merke ich immer wieder, dass es der Groschen besser fällt, wenn die Karten selber kleben, Karten verschieben. Gerade eben, wenn es in der Zusammenarbeit mit Marketing und Vertrieb passiert, ist es oftmals besser, weil dann stehen eben Marketing und Vertrieb vor so einer Metaplanwand, vor einer Weißwandtafel und machen das zusammen und schreiben die Karten zusammen. Das heißt, das schweißt im Prinzip die beiden Bereiche einfach noch mal mehr zusammen. So, und dann haben wir unseren Nurture-Prozess. Wie auch immer der aussehen mag, das heißt, das ist eher so ein B2B-Nurture-Prozess, eher erklärend, eher heranführend. Im B2C könnte das eher hier sowas Radiales sein. Kein Mensch muss sich erklären, wie Weißbier, was Weißbier ist und wie man das braut. Und da gebe ich mehr Impulse, eben sowas wie Weißbier und Kuchen, Weißbier und Junggesellenabschied und. Also da sieht man so die Unterschiede aus meiner Perspektive im B2B und B2C. Für den Prozess klären wir mit dem Vertrieb, welche Daten wollen wir erfassen. Bin ich vorhin schon mal drauf eingegangen. Wir sprechen mit dem Vertrieb auch über den Reifegrad. Also ab wann ist der Vertrieb so weit, dass du ihn haben willst? Können wir wie hier aufgezeigt mit expliziten Scoring arbeiten, wo wir das Unternehmen und den Ansprechpartner bewerten, natürlich mit dem impliziten Verhalten, wo wir Punkte für Aktivität vergeben. Und auch das, wie gesagt, sollte Marketing nicht alleine machen, sondern in der Zusammenarbeit, in der Abstimmung eben zusammen mit dem Vertrieb. So, dann kommen wir ins Routing. Das heißt, der Vertrieb bekommt jetzt die Leads eben aus Mautic. Dann haben wir natürlich einmal die Ebene, dass wir möglichst viele Informationen mit übergeben wollen. Wir müssen wissen, die Kriterien für die Auswahl, wann sollen welche Leads zu welchem Vertriebsmitarbeitenden. Und dann dürfen wir aber auch die technischen Silos abreißen. Das heißt, wir denken oftmals in kleinen Prozessen, so der Prozess während der Marketing Automation, der Prozess während des Sales-Prozesses, der Vertrieb, der Prozess für ein Webinar oder sowas, alles getrennte Prozesse. Aber wir müssen, um das Optimum rauszuholen, müssen wir systemübergreifend denken. Das heißt, wenn der Lead in Mautic entwickelt wurde, wenn der ans CRM-System übergeben wurde, wann soll der wieder zurückgehen? Wie soll einfließen, wie lange jemand an einem Webinar teilgenommen hat? Das ist ein Eintrag im CRM-System. Dieser Eintrag kann aber auch wieder einen Prozess in Mautic auslösen, wo derjenige, der nur 2 Minuten zugeschaut hat, einen anderen Nurture, einen anderen E-Mail, einen anderen Content bekommt, als jemand, der eben das komplette Webinar angeschaut hat. So, und dafür müssen wir die Systeme zusammenbringen. Enterprise Data Integration ist so eben die Überschrift, wo wir uns unsere Systemwelt skizzieren, wo wir überlegen, wo kommen Leads her, wie werden Leads entwickelt, vielleicht reichern wir Leads noch an, wie ist die Struktur im CRM-System, und da greifen wir eben auf die APIs der Systeme zu. Und ich mache das heute in der Regel mit einer IPaaS-Lösung, also Integration Platform as a Service, wo wir ohne Programmierung, No Code, schnell und einfach einen Plan anlegen können und 2 Systeme verbinden können und in der Folge dann eben weitere Systeme, ERP, CRM und so weiter. Dazu kann man eben hier so Pläne malen. Wie ist meine Systemwelt? Welche Module gibt es in den Systemen? Wie sollen die verbunden werden? Wählt die passenden Adapter aus, die man dafür braucht, und bringt die Systeme zusammen, indem man hier zum Beispiel einfach ein Feldmapping machen kann. Welche Felder sollen von Mautic in SAP, Salesforce, Microsoft, wo auch immer hingespielt werden? Und habe eben dann den Vorteil, dass ich das relativ schnell machen kann, ohne entwickeln zu müssen, dass ich Cloud und On-Premise zusammenkriege.
und eben diese Dynamik auch abbilden kann, weil eben der Vertrieb, wenn das anläuft, auf Ideen kommt, dann gibt es neue Felder, dann gibt es neue Prozesse und das muss ich eben schnell in meiner Integration abbilden können. So, dann dürfen wir und müssen mit dem Vertrieb auch über Inhalte reden. Das heißt, wenn wir diesen Prozess gebaut haben, wenn wir die Persona gebaut haben, welche Content-Bausteine können wir gebrauchen? Die Umsetzung ist natürlich wieder beim Marketing völlig klar, aber die Konzeption, die Ideen für den Inhalt, da kann der Vertrieb eben halt auch wieder viel beisteuern. Bei den Touchpoints teilt es sich so ein bisschen auf. Natürlich haben wir die eigene Webseite und Blog und Shop und so weiter, ist Verantwortung Marketing. Aber wenn wir über Touchpoints reden, dann haben wir eben halt auch sowas wie LinkedIn. Und da müssen wir halt auch gucken, wie können wir unseren Nurture-Prozess mit dem Agieren in LinkedIn verbinden. Kann LinkedIn helfen, Top-of-the-Funnel-Leads in den Prozess reinzubekommen? Was mache ich, wenn ein MQL im Vertrieb gelandet ist? Wie kann der Vertrieb dann in LinkedIn weiter damit umgehen? Also auch da wieder ein Feld, wo Marketing und Vertrieb einfach reden müssen und reden dürfen. Und zum Schluss noch ein ganz wichtiger Punkt. Nur weil ein Lead im Vertrieb ist, heißt es nicht, dass ab jetzt alles gut läuft. Meine Empfehlung, den Vertrieb mitnehmen. Weil ein Nurture-Prozess alleine verkauft keine Anlage oder keine Maschine. Also klar, im B2C, wenn ich auf dem Webshop verlinke, kann ich auch direkt verkaufen. Aber in vielen Bereichen verkauft der Nurture-Prozess nicht. Er bereitet nur den Verkauf optimal vor. Heißt aber auch, dass der Vertrieb diese Leads richtig anpacken muss. Weil durch einen Nurture-Prozess haben wir eine ganz andere Lead-Qualität. Wir haben eine Historie, der Lead hat sich bewegt im Nurture-Prozess, der hat eine Abzweigung genommen, der hat eine Weiche genommen, die Daten sind ins Profil eingeflossen, wir haben das Verhalten gemessen und all das sollte sich der Vertrieb angucken, bevor er diese Leads kontaktiert, nicht nur Leads, sondern auch reaktivierte Bestandskunden, bevor er diese Leads kontaktiert, weil er somit natürlich eine ganz andere Power hat, eine ganz andere Wahrscheinlichkeit hat, in den nächsten Schritt zu kommen, einen Abschluss zu machen und so weiter. So, und was wir dann bekommen im Endeffekt ist ein durchgängiger Funnel. Das heißt, wir haben hier vorne den Bereich Performance, wo wir sehen, wie viele Leads haben wir wie in den Nurture-Prozess reingebracht. Wir haben hier die Stufen im Nurture-Prozess, in Mautic, bis wir den Lead übergeben und haben dann die Stufen nochmal im CM-System und im Kaufprozess. Das heißt, wir haben eine viel höhere Transparenz, wie ist unsere Lead-Situation, wie sind Conversion Rates, wie schnell ist die Durchflussgeschwindigkeit in Abhängigkeit einer Ansprache oder eines Kanals. Und wenn ich diese Zahlen kenne, dann kann ich natürlich auch zurückrechnen. Dann, wenn ich für nächstes Jahr ein höheres Ziel habe, ich kenne meine Conversions, dann kann ich eben das auch zurückrechnen und weiß, wie viel muss ich vorne reinschieben, um die Ziele für das nächste Jahr zu erfüllen. So, dann bin ich mit meinem Prozess einmal durch. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse geben. Betreibe das Thema seit guten 12, 13 Jahren jetzt. Habe tausende von Bayer-Persona-Profilen entwickelt und Nurture-Prozessen entwickelt. Und der Knackpunkt ist aber, wenn ich Marketing und Vertrieb nicht zusammenbekomme, dann werde ich keine optimalen Ergebnisse bekommen. Also es ist ganz wichtig, daran zu denken, das ist nicht nur Technik, das ist nicht nur Strategie, da ist auch ein bisschen Transformation und Change dabei, den Vertrieb eben in das Thema mitzunehmen und auch heranzuführen. Prima, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse geben. Aber nicht gleich abhauen, hier sind eine ganze Menge Fragen reingekommen. Super. Nee, danke. Also verdammt viel. Ich glaube, die erste wichtigste Frage, die auch mir echt helfen könnte, weil du eine ganze Menge an auch Fachbegriffen dabei hattest, die ich so in der Tiefe auch teilweise zum ersten Mal gehört habe, wirst du deine Präsentation zum Download bereitstellen? Oder hast du es vielleicht gerne. Schon? Super. Nee, mache ich aber noch sehr gerne. Du bist wahrscheinlich auf Twitter. Das Einfachste ist, dann auf Twitter kurz einen Tweet abschicken. Hier ist der Link zu meiner Präsentation von der Mauticon. Gleich mit Hashtag, dann machen wir auch ein bisschen Buzz für die Mauticon. Und alles ist gut. Cool. Ihr seid bestimmt auch auf LinkedIn unterwegs, oder? Bestimmt. Also, alles.
Alles hau, überall. Hau rein in dieses Digitale. Genau. Die Frage, die ich ganz spannend fand, da ging es so um Sales ausquetschen, Silos fallen. Was ist denn aus deiner Erfahrung heraus so die typische Projektlaufzeit, wenn du als Berater von einem Unternehmen, was quasi startet, eingekauft wirst? Kann man da irgendwie, sind es 10 Tage, 2 Tage, 4 Workshops und alle sind fit? Oder ist es eher so ein Prozess über eine lange Zeit? Also die Workshops sind eigentlich das kleinste Problem. Ich sag mal, wenn ein Unternehmen klein und pragmatisch starten will, dann kann man mit, ich sage jetzt mal, wenn da um 3, 4 Tagen, kann man die nötige Basis dafür schaffen. Was eher lange dauert, das sind dann so die internen Freigaben und dürfen wir das und Datenschutz und wer liefert jetzt denn den Input für diesen Fachartikel, für dieses White Paper, für diese Application Note? Das dauert in der Regel eigentlich viel länger als die Workshop-Zeit. Und ich bin sicher, klar, ich verdiene natürlich Geld mit Beratungstagen, aber ich empfehle immer pragmatisch zu starten. Also wirklich eine Persona, ein Pilotprojekt, eben 3, 4 Workshop-Tage, die Basis dafür arbeiten und dann erstmal loslegen, erstmal Mautic aufsetzen, erstmal Prozesse laufen lassen, dann gucken, wie sind die Ergebnisse und dann kann man immer noch die weiteren Sachen nachholen. Klingt gut und absolut nachvollziehbar. Eine andere Frage, die kam, auch so ein Begriff, mit dem ich jetzt wieder mal konfrontiert wurde. IPaaS stand, glaube ich, für Integrationsplattform as a Service oder sowas. Tauchte genau. Bei dir auf im Kontext von Low-Code und No-Code. Mhm. Da war die Frage nach, hast du da Beispiele idealerweise als freie Software? Also freie Software leider nicht. Das Thema ist in Deutschland noch relativ neu. Also Salesforce hat zum Beispiel MuleSoft gekauft, die machen sowas, aber ich sage mal, da sind wir eher 5- und 6-stellig unterwegs im Jahr. Ich arbeite, bin enger verbandelt mit Marini Systems aus Frankfurt. Wir haben dort das Tool Hub Engine, ist auch das, was ihr vorhin gesehen habt, diese Adapterübersicht. Und da kann ich mir einfach mein Mautic nehmen, da gibt es einen fertigen Adapter und kann mir Salesforce, Microsoft, was auch immer nehmen und kann die einfach zusammenbringen. Das Ganze startet mit 75 Euro im Monat, also auch für Unternehmen kein großes Thema, ist aber beliebig nach oben ausbaubar, je nachdem, wie viele Systeme man zusammenbringen will. Okay, dann solltest du dir mal wahrscheinlich N8N anschauen. Das wird so was Ähnliches sein wie Zapier, so ungefähr stelle ich mir das vor, dass du halt quasi über Webhooks oder Module dann halt an Daten rankommst oder Events rankommst, um die in ein anderes System reinzuschauen. Okay, also N8N, das ist dann, so wie ich es jetzt verstehe, dann halt einer der potenziellen Free- and Open-Source-Tools im Bereich IPaaS. Sehr gut. Dann war noch eine Frage, du bist ja hier auf der Mauticon und so wie es klingt, bist du ja nicht auf Mautic jetzt unbedingt spezialisiert, sondern bedienst auch andere Tools. Und die Frage geht in die Richtung, wie schlägt sich denn aus deiner Sicht der Projekterfahrung, die du gesammelt hast, Mautic gegenüber kommerziellen Anbietern wie HubSpot, Marketo und wie sie alle heißen? Also ich bin in der Tat Hersteller- und produktunabhängig unterwegs. Klar habe ich auch schon vor Jahren, gefühlte 100 Jahre, mal HubSpot eingeführt bei Kunden und Eloqua und so weiter. Es ist noch nicht so verbreitet bei den Kunden. Ne? Der Klassiker ist natürlich SAP Marketing Cloud, HubSpot und so weiter. Aber die Kunden, die Mautic haben, sind damit sehr zufrieden und sind oftmals überrascht, dass viele Sachen gehen. Frag mich bitte nicht nach Details, aber die mir so das Feedback geben, oh, da gehen ja viele Sachen viel einfacher als in anderen Tools. Also das Feedback bekomme ich immer wieder aus meiner Bubble. Cool, aber das heißt irgendwie, dein Blick quasi in die verschiedenen Tools gibt jetzt nicht uns hier als Mautic-Community, das müsst ihr unbedingt tun, dann habt ihr HubSpot gekillt. Oder dann habt ihr den gleichen. Dafür tauche ich zu wenig in die Technik ein. Mein Thema ist Strategie und Konzeption. Damit habe ich genug zu tun und suche für meine Kunden dann eben immer zum Beispiel eben halt auch Mautic-Partner, die dann helfen können, wenn die Kunden angefangen haben, das alleine zu machen. Verstehe. Ja, dann kam noch so eine super allgemeine Frage, aber die ist, glaube ich, auch, die liegt nahe bei den Themen, die du adressiert hast. Was gibt es denn für Stolperfallen? Ja, da gibt es viele. Die sind aber auch relativ leicht zu umgehen, wenn man sie weiß. Also das eine ist zu glauben, dass es ein IT-Projekt ist.
Das erlebe ich immer wieder, dass das C-Level sagt, ja, wir haben das unserem IT-Fraggle gegeben und er kümmert sich darum. Um Gottes Willen, wie soll der sich darum kümmern? Da hat er keine Ahnung von den Prozessen und von Marketing und Vertrieb. Also so die erste Stolperfalle, das als IT-Projekt zu sehen. Und die zweite ist, zu wenig Empathie aufzubauen. Also sich nicht die Mühe zu machen, die Wunschkundentypen zu verstehen, weil ich sehe viele, viele, viele Nurture-Prozesse, die keine Nurture-Prozesse sind, die einfach nur 5 E-Mails in Folge sind. Und ein Nurture-Prozess, da spielt die Musik, da ist Herzblut, das muss eben für die jeweilige Persona, für die Customer Journey muss das passen. Und das zu unterschätzen, ist auch einer der großen Stolperfallen. Und ich würde mal sagen, um die Zeiten zu überstrapazieren, die dritte ist dann definitiv diesen Change-Aspekt zu vergessen. Also zu denken, wir sind ein, zum Beispiel, ich nehme mal das Extrem, wir sind ein Industrieunternehmen und du hast ja leider auch schon festgestellt, dass ich kein Digital Native bin, sondern schon etwas über 50. Und wenn du eben dort Vertriebler sitzen hast, die älter sind, die keinen Bock haben auf digital und du kommst jetzt an und sagst, hurra, wir machen Marketing Automation, da sind viele Widerstände da, aber in der Hauptsache sind das Ängste. Und wenn ich weiß, dass diese Ängste da sind, dann kann ich damit umgehen und kann dem Vertrieb klar machen, hey, was wir tun, du bist der Sturm, du musst den Ball ins Tor machen und was wir tun, wir liefern dir die besten Flanken, die du haben kannst, aber sag uns, auf welchen Fuß du sie haben willst. Fuß, Kopf, wo auch immer, wo soll die Flanke hingehen? Und das können wir tun, wenn du offen bist und wenn du mitspielst. Das sind, glaube ich, so die drei wichtigsten Stolperfallen, ja. Cool. Norbert, vielen Dank. Ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat auf der Morticon und jederzeit wieder. Wir machen sie, glaube ich, einmal sehr gerne und sehr gerne. Und wie gesagt, ich bin immer wieder auf der Suche nach Partnern, die Mautic umsetzen können. Von daher freue ich mich, wenn ihr Kontakt aufbaut. Auf Vernetzung. Viel Spaß. Genau. Bye, bye. Tschüss, bis bald.